Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich back mit einem Haul. Ich weiß, dass ich im Vlog gesagt habe, dass ich gleich den Haul hochladen werde. Ich habe aber aus Versehen die Dateien gelöscht. Ist aber nicht so schlimm, dass die Klamotten, die die Kamera zeigen, dauert an sich nicht so lange. Eher der Try-on-Part. Aber egal. Heute gibt es von mir einen Try-on-Sommer-Haul. Und ich liebe es, Hauls zu drehen. Und ich freue mich einfach, dass ich euch meinen neuen Teil zeigen kann. Ich glaube, ich fange als erst an mit Accessoires. Da habe ich nur einen Teil. Und zwar diese Ohrringe hier. Die habe ich von ASOS. Also ich habe die auf ASOS bestellt. Das sind einfach solche silbernen, ja so wie, keine Ahnung, ich kann es gar nicht beschreiben. Ihr seht ja, wie die aussehen. Es gab solche goldenen bei Zara. Und ja, die sind von Mango eigentlich. Also mal schauen, ob ihr die noch im Store findet. Vielleicht bei Accessoires ist das normalerweise ein bisschen einfacher. Dann habe ich noch ein paar Schuhe, das habe ich erst heute bekommen, beziehungsweise meine Mama hat mir das gekauft, als ich nicht da war. Und zwar sind das Bobbys. Das ist echt so eine Geschmackssache. Ich weiß, dass viele sie hassen, ein paar mögen sie auch. Ich habe mir, glaube ich, in der 9. oder 10. Grau gekauft und da war ich mega auf dem Schickimicki-Trip. Und dann habe ich mir letztes Jahr in Paris Rosane gekauft, weil meine Grauen wirklich furchtbar aussehen. Und meine Mama hat jetzt die dunkelblauen hier gekauft und ich finde die wirklich wunderschön. Ich glaube, die werde ich echt oft anziehen, weil die sind echt mega. Schaut euch mal diese wunderschöne Farbe an. Das sind Mocassins, falls ich es noch nicht erwähnt habe, von der Marke Bobbys. Und die waren im Sale, 40% waren da drauf, also von 140 auf 85 oder so. Ja, sehr schöne Sommerschuhe, die etwas schicker sind. So, fangen wir jetzt aber wirklich mit den Klamotten an. Ich zeige euch als erstes diese Shorts hier. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die schon gezeigt habe. Ich glaube schon, aber ich wollte euch da nochmal eine Empfehlung aussprechen, weil ich die jetzt öfters getragen habe und ich die echt mag, weil das ist einfach so eine Shorts, wo nicht der Po rausguckt und die nicht oben abquetscht. Und zwar ist die von Zara und zwar heißt die ja, Zara Basic Z1975 Denim, keine Ahnung. So sieht die aus. Dann bleibe ich mal bei Zara und zwar habe ich mir eines meiner aller liebsten Teile gekauft. Das habe ich auch schon zahlreiche Male in so Outfit of the Days gezeigt. Und zwar ist das dieser weiße Rock. Der ist ein bisschen destroyed. Ich hatte mir so einen engeren gekauft, aber das ist einfach gar nicht mein Style. Und dann habe ich den verkauft, weil ich habe so einen Instagram-Sale gemacht. Und dann habe ich mir diesen hier gekauft. Auch von Zara, auch für 20 Euro oder für 25 Euro. Müsstet ihr eigentlich noch bekommen. Super schön und ich liebe es einfach, dass der unten halt nicht so ganz eng sitzt und dass der halt solche destroyed elements hat. Und auch diese Knöpfe mag ich total gerne. Also ich mag das viel lieber als Reißverschluss. Ich finde, das gibt einen viel cooleren Effekt. Dann kommen wir zu Brandy Melville und da habe ich so eine kleine Storytime. Ich kaufe super gerne bei Brandy Melville an, auch wenn ich dieses One-Size-System nicht so mega unterstütze, aber die haben echt mega schöne Sachen. Das ist wirklich total mein Style. Und ich habe dann drei Sachen bestellt, unter anderem dieses Crop-Top hier. So. Das Crop-Top kam mit einem abgerissenen Schild an und ohne Knopf. Und ich habe ihnen geschrieben und sie haben mir einen gratis Retourschein geschickt, weil eigentlich müsste ich die Versandkosten zurückschicken, aber irgendwie habe ich die im Mail zu spät gelesen und da war ich unterwegs und ja, jetzt habe ich es nicht zurückgeschickt. Ja, ich finde das ein bisschen blöd. Also ich weiß nicht, wie das passieren kann. Ja, egal. Ich muss jetzt gucken. Meine Mama kann bestimmt da so einen kleinen Knopf annähen, weil Mamas können alles. Ich kann natürlich nicht nähen. Ja, also so sieht das aus. An sich finde ich es mega süß. Das kann man einfach so schnüren. Ich muss mal schauen, zu was ich das kombiniere. Ich glaube, ich werde das eher zu einer langen Hose kombinieren, weil das ist halt ein Crop-Top und ich fühle mich dann unwohl, wenn ich dann noch eine Shorts oder einen Rock trage. Das ist, glaube ich, mein größtes Highlight aus meinem Haul und zwar dieses wunderschöne Brandy Melville Wickelkleid. Ich liebe es über alles. Brandy Melville gibt es wirklich nicht so oft auf der Welt und es gibt es auf keinen Fall in Luxemburg. Aber ich habe schon so viele Menschen damit gesehen, aber dieses Kleid ist einfach so, so, so beliebt und ich verstehe auch den Hype. Und zwar ist es einfach dieses Wickelkleid. Ihr seht das ja im Try-On. Und ich wollte schon ewig lange ein Wickelkleid. Ich glaube mehr als ein Jahr. Aber die von Realization Paar und Reformation kosten 200 Euro. Und als Schüler hat man nicht 200 Euro für ein Kleid. Dann kommen wir zu einem weiteren Kleidchen, wonach ich sehr, sehr oft gefragt werde. Und zwar ist das von ASOS. Aber die Marke ist Rococo. Also ich zeige euch das hier.
So wird das geschrieben. Normalerweise müsstet ihr das dann auch finden, wenn ihr das auf ASOS eingebt. Und ich finde das Kleidchen super süß. Da sind so kleine Blumen drauf. Das ist relativ kurz geschnitten. Ich bin 1,65 Meter und ich finde es gerade so okay. Also wenn ihr größer seid als ich, kauft euch entweder zwei großen Größen größer, weil ich habe schon eine Größe größer. Also normalerweise trage ich so XS und hier drin habe ich S. Und dann passt es, weil ich habe es in XS bestellt und da war es auch zu eng und zu kurz. Also kauft euch auf jeden Fall immer eine große Größe, falls ihr kleiner seid als ich auch. Aber für die, die etwas größer sind oder größere Brüste haben, kauft euch zwei Größen größer. Ja. So, dann habe ich noch ein anderes T-Shirt mit Aufdruck und das mag ich auch sehr, sehr gerne. Das ist von H&M und da steht Take me to the Playa, please. Und Leute, ich habe das T-Shirt in der Prüfungszeit gekauft und ich fand es so mein Lebensmotto in einem T-Shirt. Ich war so froh, als ich das gesehen habe und ich finde das richtig süß. Das sieht einfach immer gut aus zu allem. Einfach so ein Standard-T-Shirt und das hat 20 Euro gekostet. Das ist halt aus einem richtig guten, hundertprozentigen Baumwollstoff, also kein Synthetik. Ich finde, es ist richtig schwer, mittlerweile Sachen in Zara und H&M zu finden, aus guten Materialien. Das meiste ist Synthetik und das stinkt immer und es ist einfach nicht angenehm auf der Haut. Deshalb ja, schaue ich auch manchmal ein bisschen auf die Stoffe. Und dann komme ich zu dem letzten Teil und zwar ist das auch eine Shorts. Also wie ihr seht, es sind wirklich nur sommerliche Sachen, aber wir haben 32 Grad. Leute, ich kann mich nicht erinnern, dass es in Luxemburg mal so lange am Stück so warm war. Ich habe mir vor ein paar Wochen bei Pull & Bear diese Shorts hier gekauft und ehrlich gesagt finde ich die mega schön. Natürlich, sonst hätte ich sie nicht gekauft. Aber, was ich nicht gesehen habe beim Anprobieren, diese Shorts ist so arg durchsichtig. Man sieht sogar mein weißes T-Shirt, wenn ich es reinstecke. Ich muss einfach nudefarbene Unterwäsche tragen, wenn ich diese Hose trage. Also, okay, ihr kennt das jetzt nicht, aber man sieht wirklich alles durch. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, ciao!